Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Survival Games, wieder alleine. Hahaha, das ist jetzt die Folge vom Montag. Das gefällt mir. Und jetzt werde ich hier am Freitag, werde ich die Folgen für Sonntag, Montag und vielleicht noch Dienstag hochladen. Die restliche Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag werde ich morgen hochladen. Nee, werde ich morgen hochladen. Alter, bei uns schneit's. Das ist ja... Uah. Wenn man so die Bilder von Dena anschaut, wie er in Berlin ist, bei schönstem Wetter, Sonnenschein, relativ warm, nicht wirklich warm, aber relativ warm. Und bei uns dann so Schnee und kalt und... Uah. Ich würde gerne mit dem Dena tauschen. Weil, wie wahrscheinlich alle, die mir zuschauen wissen, sind da nicht so viele, ich komme aus der Schweiz und dazu zu HD auch. Tja, jetzt ist es raus. Es gibt auch nicht deutsche YouTuber. Die können auch gut sein, weil ich glaube, Zeronic ist auch Schweizer. Zeronic ist auch ein guter YouTuber. Wobei jetzt gerade mit dem Bodybuilding, da fragt man sich, der Junge nichts Besseres zu tun, aber ist jedem selbst überlassen, was er tun und machen will. Also von dem her, ich habe nichts gegen. So, wir spielen wieder. Ich spiele wieder. TTT, komm. Das reicht. Ich spiele TTT. Auf Hive. Das ist ganz ein cooler Spielmodus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich kenn's ja schon vom Pizmeet und so, die es in Garry's Mod spielen, da mit den Waffen. Das finde ich viel geiler, aber das habe ich leider nicht. Leider. Vielleicht auch zum Glück, wer weiß. Vielleicht hole ich es mir mal noch. Dann mache ich vielleicht auch ein Let's Play zu Wehe, der holt jetzt... Ah, nee. Oh, Alter. Der holt jetzt genau die Kisten, die ich... Oder die Kiste, die ich holen wollte. Ich bin Inno. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Warten, würde ich sagen. Warte, was macht der? Zuerst mal seinen Kollegen schlagen. Und ich töte zuerst mal den Traitor. Komm, Alter, ja, natürlich muss mich dann die Detektivin oder der Detektiv umlegen. Geht ja nicht anders. Alter, nur weil ich einem Innocent helfen wollte. So, sind ja, ja, gut, das geht schnell los. 60 Sekunden bin ich auch für. Das passt. Ja, ich wollte ja schon vor 100.000 Jahren mal ein Texture Pack reinknallen. Habe ich aber ganz ehrlich gesagt keinen Bock. Weil, ich meine, Minecraft sieht auch in ganz normal Vanilla sehr geil aus. Muss man ja sagen. Vielleicht so ein Shader, ja, aber, nee, im Moment nicht. Feed the Beast ist gerade so mein Herzprojekt. Das funktioniert so, glaube ich, eben auch, weil... Er hat sehr viel Spaß, wie ich, an diesem Projekt. Es macht auch sehr viel Spaß, man muss sagen. Es ist Tekkit mit Bienen und verschiedenen Bäumen und dann gibt es noch Biomasse und weiß ich nicht was. Das gibt es eben alles in Tekkit nicht. Was es nicht gibt, oder was ihr dann auch sehen werdet. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, es gibt ein paar Sachen aus Tekkit gibt es nicht, aber nur ganz wenige. Vor allem, ich finde ja so Bienen, das finde ich relativ geil. Und auch, wie heißt das, Forestry mit den verschiedenen Bäumen, das ist auch sehr geil. Und, ja, ich mag Feed the Beast. Ich muss zwar sagen, ich habe beinahe geweint, wo ich dann gecheckt habe. Nee, eigentlich habe ich nicht geweint. Dass Tech zu Ende geht. Es ist schon schade, weil wir haben sehr viel aufgebaut in den 88 Folgen.
Und ja. So kann's gehen. So schnell. Aber eben, man muss ja sagen, Feed the Beast ist ein geiler Ersatz dafür. Vielleicht beginne ich alleine, vielleicht, ich will jetzt ja noch nicht zu Großes sagen, vielleicht beginne ich auch alleine noch irgendein Let's Play, so War Thunder oder so, weiß ich nicht was. Oh, oh, die sind also Traitor. So War Thunder oder Euro Truck Simulator kommt eben nicht, weil die machen schon so viele, der ist ausgelutscht. Den will ja niemanden sehen oder nicht mehr sehen. Was ich noch machen kann, ich keine Ahnung. Vielleicht irgendein Game, was ihr mir vorschlagt. Und dann habe ich vor, vielleicht auch irgendwann mal den ersten Livestream zu machen. Das wäre auch so ein Ziel. So, ich werde getestet. Wenn der da. Alter, diese Zombies hier drin. Jetzt gehen wir mal auf Traitorjagd. So, wo könnten Traitor sein? Dort hinten! Die sehen mir doch verdächtig aus. Vor allem der hinterste da. Nee, der mittlere. Ich hab's gesehen. Hab euch gesehen. Oh Gott! Töte ihn! Der war Inno. Okay, und ich habe einen Traitor getötet und habe ein Eisenschwert bekommen. Die Creeper setze ich jetzt hier hin. Tschüss, die will ich nämlich nicht. Ich habe ein Eisenschwert bekommen. Oh, wie geil! Von wo? Was dieser Block macht, finde ich schon irgendwann mal noch heraus. Alter, ich bin so stolz, ich habe einen Traitor getötet. Geil. So, wie viele leben noch? Nicht mehr sehr viele. Ah, ist schon vorbei. Ja, geil. Hammerrunde. Würde ich sagen. Wie viel Karma hat es überhaupt gegeben, den zu töten? Steht nirgends, gell? Doch, irgendwo steht es bestimmt. Wo steht das? Ah, 20, ja, geil! Da. Diese Runde geht auch gleich los. Es müssen nur 12 Spieler drinnen sein. Nee. Wie viele müssen sein? Doch 12 und dann geht es 3 Minuten und wenn dann voll ist, geht es noch 1 Minute. Das finde ich auch gut, irgendwie so. Ihr könnt sonst auch mal in den Kommentaren irgendwie schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ihr habt ja schon so ein paar verschiedene Minigames gesehen hier auf dem Kanal. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. One in the Chamber hätte ich auch mal wieder Bock. Das könnte ich auch zocken. Hätte ich definitiv Bock, aber nicht mehr heute, weil 2 Folgen Survival Games hintereinander, das reicht, glaube ich. So vom Aufnehmen her. Muss ja auch noch bearbeiten und dann hochladen und ja. Es braucht auch Zeit. Aber ist nicht so tragisch. Ich hab's ja, ich habe ja Ferien. Noch. Aha, bis Montag. So, noch 10 Sekunden. Könnte jetzt sein, dass die Folge länger als 15 Minuten geht, aber ich glaube, ihr seid mir da nicht böse. Außer ihr hasst mich abgrundtief und wollt eigentlich meine Let's Plays nicht anschauen, aber ich schaut sie einfach. Weil YOLO. Oh, geil. Direkt eine Kiste. Könnte nicht besser sein. Ich habe sie sogar bekommen. Alter. Wow. Gutes Equip zum Start, muss ich sagen. Ist wirklich sehr gut. Alter, ich hasse die Map. Die ist so kacke. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... nicht so auf enge Maps, wo alles versteckt ist. Das ist
irgendwie kacke. Weil da sucht man extrem lange, bis man den Traitor gefunden hat. So, auf der Map vorhin, auf der offenen, da, dieses, das war jetzt nicht so lange. Ich habe da gesehen, ich bin rausgerannt, habe einen gesehen, zack, getötet. Aber hier, hier geht das nicht so leicht. Leider. Leider, leider, leider. Ich bin schon wieder Inno. Alter, ich will mal Traitor sein. Da ist ein Detective. Alter, was will der? Hat's euch mich schlagen und dann zum Tester gehen und der fliegt. Hallo, du fliegst. So, wer ist jetzt im Tester? Ja, er wahrscheinlich. Jetzt bin ich. So, ich bin keiner, das haben jetzt alle gesehen. Ich geh jetzt raus, ich geh. Ich bin ja draußen. Egal. So. Von wem wurde der getötet? Ich habe das Gefühl einem, keine Ahnung wie der hieß. Bestimmt war es der. Ich such den mal. Ah, wo sitzt der hin? Oh. Schwierig. Ah, hier nach unten. Da oben ist er. Ja, gut. Komm, bleib stehen. Bleib jetzt stehen, Junge! Oh Gott, Alter, der hat mich down gekriegt. Ja gut, dann war's das von dieser Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!